Konrad bietet Ihnen folgendes Spiel an. Er würfelt mit einem idealen Würfel. Erscheint die 6, so geben Sie ihm 1 Euro. Erscheint keine 6, so bekommen Sie von ihm 1 Euro. So, stopp. So, also ich schreibe das mal so hin. Ja, bei einer 6 minus 1 Euro, ich denke einfach an Sie, bei 6 quer plus 1 Euro. So, meine Frage ist, würden Sie dieses Spiel machen? Die Antwort ist ja. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man faktisch nicht verlieren kann. Bitte weiter. Sie nehmen an und Konrad würfelt eine 6 nach der anderen. Bei wie vielen Sechsen werden Sie misstrauisch? So, und jetzt müssen Sie sich selber überlegen, bei wie vielen Sechsen Sie misstrauisch werden. Und jetzt brauche ich nämlich Anzahlen. So, also die Frage ist, ab wie vielen Sechsen werden Sie misstrauisch? Und jetzt ab bei einer 6. Wenn Sie bei einer 6 misstrauisch werden, melden Sie sich bitte jetzt. Gut, das ist niemand. Also schreibe ich hier mal die 0 rein. Nach der zweiten 6. Wer wird da misstrauisch? Immer noch niemand. Also schreibe ich hier auch die 0 rein. Nach der dritten 6. Wer wird nach der dritten 6 misstrauisch? Jetzt schaue ich mal, da habe ich doch was gehört. Das sind 10. Nach der dritten 6 haben wir 10. Lassen Sie doch die Hand oben, bitte. Ja, ist egal. Wurscht. Die 10 haben wir jetzt. So, und jetzt nach der vierten 6. Wer wird da misstrauisch? Aber nicht nach der dritten. Also das heißt, wenn Sie hier drin sind, melden Sie sich bitte nicht nochmal hier. So, da haben wir noch 3 Meldungen. Also da müssten mehr noch sein. Nach der fünften 6 haben wir da noch Meldungen. Nach der fünften 6 haben wir noch eine Meldung. Und da müssten aber sehr, sehr viele größer gleich 6 machen. Wer ist größer gleich 6, damit wir da so eine Querprobe haben? Ah, niemand mehr, das ist normal. Okay, das sind aber mehr Leute im Stream, als sich hier gemeldet haben. Das heißt, entweder funktioniert bei Ihnen das Melden nicht oder Sie schlafen gerade oder ich weiß nicht, Sie hören mich nicht. Egal, aber darauf soll es auch nicht ankommen. Wir haben auf jeden Fall einen Wert. Ja? Wir haben hier bestimmte Werte, die dastehen. So, jetzt frage ich Sie, wer von denen hat recht? Ja, im Endeffekt, misstrauisch werden, das können Sie immer oder nicht. Also das, was Sie hier sehen sollen, ist, die meisten werden nach 3 misstrauisch, nach 2 irgendwie noch nicht. Das scheint aber nicht an der Wahrscheinlichkeit spannenderweise zu liegen. Das liegt an der Anzahl. Das heißt, egal welches Experiment ich verwende, die Leute werden immer nach 3 Erfolgen misstrauisch und nach 0, nach 1 oder 2 Erfolgen, ja, werden Sie noch nicht misstrauisch. Ich habe das exakt gleiche Experiment mit einem Würfel, mit einer Münze gemacht und das Ergebnis war völlig gleich. Das heißt, die Leute sind misstrauisch geworden nach dem dritten Mal Zahl werfen mit der Münze. Und so wie Sie nach dem dritten Mal 6 Würfeln misstrauisch werden. Also irgendwie scheint die 3 die Zahl zu sein, bei der Sie misstrauisch werden. So, und ich sage Ihnen gleich, wer von denen recht hat, ist keiner. Weil es könnte ja sein, dass es stimmt. Er würfelt eine 6 nach der anderen und Sie wissen, man kann 50 mal eine 6 hintereinander würfeln. Es ist aber nicht so besonders wahrscheinlich. Und irgendwann mal sagen Sie, nee, ich bin jetzt glaube ich nicht mehr, da stimmt was nicht. Gehen wir einfach mal zur B, bitte. Sei x die Anzahl der geworfenen Sechsen nach n Würfen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit von n, wenn x gleich n ist. Gut, also p von x gleich n. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach dem ersten Wurf eine 6 habe. Das ist ein Sechstel. So, jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach dem ersten und im ersten und im zweiten Wurf eine 6 habe. X gleich 1 müsste da stehen. P von x gleich 2. Also p von x gleich 1 ist ein Sechstel, nach dem ersten Wurf eine Sechstel. Nach dem zweiten Wurf eine 6. 1/36. Jo, das schreibe ich anders, aber Sie haben recht, sehr gut, das ist 1 Sechstel zum Quadrat. P von x gleich 3. 6 3. Ja, sehr gut. Ja, schreiben Sie es ruhig so und dann automatisch P von x gleich n ist 1 Sechstel hoch n. So, und Sie bezichtigen ihn nach dem dritten Wurf des Betruges und trotzdem kann der recht haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er trotzdem recht hat, nach dem dritten Wurf, ist 1 Sechstel hoch 3. Das ist also 1 zu 216. 216 ist 6 hoch 3. Oder die Wahrscheinlichkeit ist etwa 0,5%. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nach dem dritten Wurf immer noch 6 gewürfelt hat,
ist 0,5% oder eben alle 200 bzw. alle 216 Mal passiert das eben. So, jetzt beim n gleich 4, das ist also da, wo die meisten schon sagen, nö, mache ich nicht mehr mit. Da sind wir dann bei 1 Sechstel hoch 4 oder 1 zu, was ist das hier, das ist glaube ich 1296. Also da liegen wir dann schon unter 0,1% Wahrscheinlichkeit. Also nur, dass Sie das da so sehen. Also schreibe ich das vielleicht mal hin. P von x gleich 4 ist gleich 1 Sechstel hoch 4. Also das sind viermal hintereinander eine 6 hoch. Und das ist 1 zu 1296 und das ist kleiner 0,1% oder kleiner 0,001. Ja, und das ist natürlich schon sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Gut. Diese Irrtumswahrscheinlichkeit, die bekommt einen Namen. Diese Irrtumswahrscheinlichkeit, die heißt Alpha. Hieß Alpha, muss ich dazu sagen. Also wenn Sie jetzt Abi gemacht haben in letzter Zeit, das Baden-Württemberg hat das in nichts umbenannt. Hat das als Fehler erster Art bezeichnet, ohne Namen. Fehler erster Art, ohne dass man dem einen expliziten Namen gibt. Das heißt, die müssen dann ständig drumherum reden. Und das hieß aber früher Alpha. Also das heißt, wenn Sie vor 4 oder 5 Jahren Abitur gemacht haben, dann haben Sie dafür Alpha gesagt. Und das ist aber jetzt weg, warum auch immer. Und Schmidt hat das dann umbenannt in Alpha 1. Fehler erster Art heißt bei Schmidt Alpha 1. Wie gesagt, den Begriff gibt es in den Schulbüchern in Baden-Württemberg nicht mehr. Und die müssen sich dann ständig drumherum reden. Und ich nenne den einfach Alpha 1 und gut. Ich darf ihn nicht mehr Alpha nennen, weil Alpha hat eine neue Bedeutung bekommen. Und wenn meine Abiturienten dann Abi machen und die schreiben Alpha hin, hat eine neue Bedeutung, dann ja, kriegen die einen auf den Deckel. Deswegen Alpha 1. Also Alpha 1 ist der Fehler erster Art. Logisch, wenn es einen Fehler erster Art gibt, wird es auch einen Fehler zweiter Art geben. Werden wir nochmal. Das ist die sogenannte Irrtumswahrscheinlichkeit. Also das heißt, wenn ich den nach 4 mal der 6... nach 4 mal 6 sagt, du Betrüger, dann irre ich mich mit Wahrscheinlichkeit, also mit Wahrscheinlichkeit 0,001 hat er doch recht und ich habe Unrecht. Das nennt sich, wie gesagt, Fehler erster Art. Die D bitte vorlesen. Eine Hypothese ist eine Aussage über eine Wahrscheinlichkeit P, deren Gültigkeit überprüft werden soll. Unser Ergebnis, ob wir akzeptieren oder nicht, muss nicht stimmen und unterliegt daher einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit. Die Hypothese H0, P gleich. So, P gleich, also die Null-Hypothese in unserer Situation. Was ist denn die Null-Hypothese? Der ein oder andere von Ihnen weiß das schon. Es ist eine Aussage über eine Wahrscheinlichkeit. Was ist hier die Nullhypothese bei diesem Szenario? Ein Sechstel. Sehr gut. Ja, also das ist die Nullhypothese, dass es da, er sagt, ganz am Anfang, der Würfel ist ideal, P gleich ein Sechstel. Das ist die Nullhypothese. Gut, die Hypothese A0, P gleich ein Sechstel, heißt Nullhypothese oder Unschuldsvermutung. Also das heißt, in der Situation sagen wir, gut, das ist... das, was er behauptet hat, Unschuldsvermutung, Nullhypothese und so weiter. Bitte weiter vorlesen. Die Hypothese H1, P gleich, heißt Gegenhypothese. So, und das ist nicht gleich. So, was vermuten Sie denn an dieser Stelle, oder an dieser Stelle, je nachdem, wo Sie, zu welcher Fraktion Sie gehören, was vermuten Sie denn an dieser Stelle oder an dieser Stelle? Warum sagen Sie Betrug? Ja, dass die Wahrscheinlichkeit nicht wirklich die Wahrscheinlichkeit ist, die angegeben ist. Richtig, da haben Sie recht. Also das heißt, Sie glauben dem P gleich ein Sechstel nicht. Aber das müssen Sie genauer sagen. Was glauben Sie denn über das P? Dass es da Sechstel ist. Nein, das glauben Sie nicht. Das P, wenn Sie sowas haben, würde ich eher sagen P gleich 1 oder so. Aber nein, das glauben Sie nicht.
Das ist ungleich ein Sechstel. Das ist zu wenig. Sie haben recht, aber das ist zu wenig. Das kann man noch weiter konkretisieren. Ist größer ein Sechstel? Das ist die Sache. Weil, sorry, wenn es kleiner ein Sechstel ist, ist Ihnen das doch schrecklich egal. Ja? Das glauben Sie. P ist größer ein Sechstel. Das ist die Gegenhypothese. Also nicht ungleich, das ist zu wenig, sondern größer, weil kleiner, Gott, dann dürfen da gar keine Sechsen mehr, ist mir auch nicht unlieb. Ja? Also, das ist die Gegenhypothese. Die Gegenhypothese sagt, nee, der Würfel ist nicht ideal. Ja, der Würfel ist nicht ideal, weil, der Würfel ist nicht ideal, weil das ist eindeutig größer. Wir glauben dem P-Gleich-1-Sechstel nicht, es ist größer. Bitte weiter vorlesen. Oder sind wir durch mit der D? Mit der D sind wir durch. Gut, dann die D bitte nochmal vorlesen. Eine Hypothese ist eine Aussage über eine Wahrscheinlichkeit P, deren Gültigkeit überprüft werden soll. Unser Ergebnis, ob wir akzeptieren oder nicht, muss nicht stimmen und unterliegt daher einer gewissen Irrtumswahrscheinlichkeit. Die Hypothese H0, P gleich 1 Sechstel, heißt Nullhypothese oder Unschuldsvermutung. Die Hypothese H1, P größer 1 Sechstel, heißt Gegenhypothese. Gut, und das ist das, was Sie erstmal hier lernen sollen. Und jetzt fangen wir an, das Ganze zu berechnen. Das ist die Aufgabe E, bitte, ohne Bemerkung. Bestimmen Sie N so, dass Alpha 1 kleiner 0,01 N minimal ist. 0,01 gleich Alpha heißt Signifikanzniveau. So, und das ist das umbenannt, das ist eben als sowas umbenannt worden. Also Alpha gleich 0,01 heißt, das ist quasi die Schwelle, ab der ich sage, nee, ich vertraue nicht mehr. Und das heißt, jetzt berechnen Sie bitte, ab welchem, wenn Sie als Signifikanzniveau 1% sagen, also Sie sagen, okay, in 1% der Fälle akzeptiere ich noch, wenn ich mich irre, aber sonst nimmer, also so weniger als 1% Irrtumswahrscheinlichkeit akzeptiere ich nicht mehr. Und jetzt rechnen Sie mal das B? N. Ja? Was steht da ist gleich? Was ist das für ein Zeichen? Wo? Ich habe viele ist gleich. 0,01 ist gleich. Alpha. Das steht auch im Aufgabentext. Ach so. Ja, stört nicht. Sie sollen fragen und es ist immer okay. So, ich muss die Fragen ja nicht antworten. Gut, und jetzt bestimmen Sie das minimale N, so dass Alpha 1 kleiner 0,01 gleich Alpha ist. Ja, und das haben wir hier quasi, wir sehen ja hier P von X gleich N ist 1 Sechstel hoch N. Das heißt, wir sagen dann, 1 Sechstel hoch N muss eben gleich 0,01 eigentlich kleiner sein, ja, weil das steht ja, soll ja kleiner als dem sein. Ich rechne trotzdem mit dem Istgleich. Weil wenn ich da mit dem Kleiner rechne, mache ich mir nur Schwierigkeiten. Ich rechne mit dem Istgleich und wenn ich genau auf einer Grenze lande, dann mache ich einfach das N um 1 größer. Lande ich sowieso nie. So, das heißt, das löse ich auf und habe dann N ist gleich. Und sowas lösen wir auf mit Logarithmen. Das ist der Logarithmus zur Basis 1 Sechstel von 0,01. Sowas sollten Sie natürlich können. Können Sie das nochmal mit dem LN hinschreiben? Das schreibe ich Ihnen gleich hin. Ich schreibe Ihnen erstmal den Näherungswert hin. So, und das ist etwa 2,57. Ich schreibe es Ihnen noch mit dem LN hin. Da gibt es eine Formel. Sie wissen, Logarithmus zur Basis b von a ist ln b, ln a durch ln b. Und das wäre hier das gleiche wie ln 0,01 durch ln 1 Sechstel. Oder wenn Sie mit dem 10er Logarithmus rechnen, ist das log 0,01 durch log 1 Sechstel. Und da kommt dann 2,57 raus. Und wenn da 2,57 rauskommt, heißt das übersetzt, ja, für n größer gleich 3 vertraue ich ihm nicht mehr. Das haben Sie jetzt hier auch getan. Also Sie haben hier ein Signifikanzniveau von 0,01 gehabt, das dann nach dem dritten Mal, nee, glaube ich nicht mehr. Und das ist eben auf jeden Fall kleiner als die 0,01. Und dass Sie sehen, das ist hier durchaus okay bei dem Ding. Gut. So, gibt es erstmal Fragen zum ersten Teil. So, dann hätte ich gerne noch die Bemerkung. Bemerkung.
Seit 2019 wurde aus dem Signifikanzniveau Alpha 0 gleich Alpha und aus dem Fehler erster Art Alpha gleich Alpha 1.